No Man's Sky Next ist nun seit fast 2 Wochen raus und bis jetzt hat das Spiel es geschafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Sind es nun actionreiche Raumschlachten, mysteriöse Gebäude oder idyllische Landschaften? No Man's Sky Next begeistert mich jeden Tag ein Stückchen mehr. Und das Beste an der ganzen Sache, ich erlebe das Ganze nicht alleine, sondern zusammen mit meinen Freunden. Ein Ereignis hat mich so geflasht, dass ich es unbedingt mit euch teilen wollte. Die Geschichte begann eigentlich recht harmlos. Da in unserem System bestimmte Ressourcen nicht vorhanden waren, entschlossen wir uns weiterzuziehen, um neue Welten zu entdecken und zu erkunden. Glücklicherweise haben wir schon einen großen Frachter, mit dem wir problemlos alles Wichtige verstauen konnten. Für einen Neuanfang war alles bestens vorbereitet. Jetzt fehlte nur noch das passende Sternsystem. Zusammen sprangen wir mit Lichtgeschwindigkeit kreuz und quer durch die Galaxie, besichtigten diverse Planeten und kümmerten uns um den ein oder anderen Kopfgeldjäger, bis wir schließlich das hier fanden. Wer No Man's Sky kennt, weiß, dass man mit dem Raumschiff Planeten scannen kann, um grobe Informationen bezüglich der Witterung und Rohstoffe zu erhalten. Im Normalfall ja, aber dieses Mal stand das Wort zensiert an dem Planeten. Was hatte das zu bedeuten? Erst dachte ich, es wäre ein Bug oder ein Übersetzungsfehler oder irgendetwas in der Richtung. Wäre ja nicht das erste Mal, aber nein. Der komplette Planet war übersät mit alten Maschinenteilen. Es gab weder Pflanzen noch Tiere, nur diese seltsamen drehenden Kugeln, die so aussahen, als würden sie bei der kleinsten Berührung in die Luft gehen. Und bei der Anzahl hier wäre das alles andere als optimal. Dennoch wagten wir den ersten Schritt und setzten zur Landung an. Wir sahen uns um und entdeckten kleine, unscheinbare Kugeln. Als wir uns näherten, fingen sie extremst an zu leuchten und ich dachte mir, okay, das war's. Hier fliegt jetzt alles in die Luft. Aber es passierte nichts. Naja, zumindest fast nichts, denn als ich eine einsammelte, stürzten sich plötzlich die Wächter wie verrückt auf mich. Bis zu einem gewissen Grad stellen diese Maschinenwesen kein Problem dar. Aber als die fetten Walker direkt vor mir auftauchten, bin ich nur noch schreiend in mein Raumschiff gerannt. Einen Krieg mit dem gesamten Planeten anzufangen, war ganz sicher das Letzte, was ich wollte. Auf meiner Flucht entdeckte ich noch diese riesigen, ringförmigen Strukturen, die hier überall herumstanden. Auch wenn hier alles voll mit Killerrobotern waren, übermannte mich doch meine Neugier und ich setzte erneut zum Landeanflug an. Wie sich herausstellte, haben diese Gebäude ein Zugriffsterminal und von eben diesen erhielt ich ein paar Daten über diesen Planeten. Nichts Relevantes, nur so nebensächlichen Kram wie Vernichtung allen Lebens und sich ein willkürlich entwickelndes Bewusstsein. Bewusstsein? Dieser Planet hat ein Bewusstsein? Wie eine Art künstliche Intelligenz? Ich habe keine Ahnung, aber dieser Maschinenplanet unterschied sich so dermaßen von allem anderen, was ich bisher gesehen habe. Warum sollte das also nicht möglich sein? Langsam verdrängte dann doch die Angst meine Neugier. Ich begab mich zu meinem Raumschiff und sah zu, dass ich von hier wegkam. Strahlende Kugeln, hochexplosive Ladung, Armeen von Killermaschinen und ein Planet mit einer eigenen KI? Wer hätte da nicht ein mulmiges Gefühl gehabt? Sicher, ihr denkt jetzt bestimmt, oh Mann, was erzählt ihr da eigentlich für einen riesen Quatsch? Als ob der ganze Planet in die Luft fliegt, wenn man nur so ein Ding da abballert. Aber egal, ob das stimmt oder nicht, ist das nicht eigentlich egal? Denn was wirklich zählt, ist doch das, was sich in unserer Fantasie abspielt. Schließlich spielen wir doch solche Spiele, um uns vom monotonen Alltag abzulenken. Und das muss ich zugeben, schafft No Man's Sky richtig gut. Sei es nun durch Kämpfen im Weltall oder Entdecken ungewöhnlicher Planeten. Was zählt, sind doch die Eindrücke und Gefühle, die das Spiel in uns hervorrufen. Jeden Tag erlebe ich etwas Neues in No Man's Sky und ich bin aufgeregt, wo mich das nächste Abenteuer wohl hinbringen mag.